Denn, muss ich gerade kurz schlucken. Sekunde. Alles okay? Okay. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade was im Hintergrund poltern hören und dachte, was ist denn hier los? Plus, weil ich dachte, zwei Striche, ne? Ein Plus besteht ja aus zwei Strichen. Ein Minus nur aus einem. Und das wieder aus zwei. Aber hat wohl doch nicht geklappt. Alles klar. Dann, huch, jetzt habe ich sie aus dem Bild getappt. Upsala. Gut. Dann brauchen ja noch Schirm, um Goon und. Wir gehen mal mit Goal zum Wahrsager. Mal gucken, was da Hey, passieren kann. Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderbar? Ja, alles klar. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Alles klar. Es? Neues Klopfzeichen anwenden. Hoffen, dass Janosch einen konstruktiven Beitrag zum Thema Tauchbootjagd hat. Alles klar, gut. Aber was hat denn das da jetzt mit tun? Oh Gott. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, Okay. beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Okay. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Ah, er muss das immer. Okay. Werden wir Donner Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung. Lass mich das. Okay, Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner. Schön. Okay. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe. Oh jemine. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Okay. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht. Ja, Lass Moment. mich. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein.
Ich sehe. Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Okay. Schön. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht. Lass mich... Ja? Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, er freut dass sich. Ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Finde ich cool, wie er sich da immer dann diese... Okay. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich... Ich glaub's dir ja. Okay. Lass uns weitermachen. Gern. Lasst uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu nichts. Na, schade. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Okay. War aber cool. Okay. Wir könnten auch noch mit der Krawallghoul da reingehen, aber... Oh, weißt du was? Wir polen die Gute mal um. Klick, klick. Oh, na endlich! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Okay, was stinkt hier eigentlich so? Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Das ja, ist ja, natürlich der Kenner da. Thema beendet. Keine Spur von Donnergold. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Cool. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ah, Moment. Ich glaube, wir müssen mit Baby Ghoul müssen wir da rein und dann sagen, hier, ne, pass auf, wir polen dich mal kurz um. Okay, wir gehen mal auf den Kutter. Wir machen Baby Ghoul wieder rein. Baby Ghoul! Obwohl, Moment, Sekunde. Sekunde mal. So, jetzt müssen wir wieder zum schwimmenden Schwarzmarkt. Und wir brauchen ja noch einen Schuh von dem Angler. Jetzt sprechen wir mal mit dem. Pass auf. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. So ein Stiefel ist doch eine feine Sache. Nicht am Angelhaken. Okay. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein,
Das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Aha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. So, und jetzt dürfen wir hier nämlich nichts machen. Mal gucken. Wir haben ja jetzt Krawallguldigen. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Okay, die quatscht uns nämlich immer so ein bisschen dazwischen. Und dann warten wir mal ab. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Ah, okay. Mit Baby Ghoul ist das genauso. Genau derselbe Text. Okay. Bitte, Rufus. Ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Obwohl wir eigentlich Krawallgrohl drin haben. Ihr dürft nicht kalt werden. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Alles klar, immer wenn die Maus verschwindet. Normalerweise, das ist ja Krawallgrohl. Die sollte eigentlich nicht so rumjammern. Rufus, bitte. Okay, ich gebe auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Mein Held. Na du? Verschwinde, ich. Okay. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Okay. Das ist mir zu... Das glaube ich eher... Alles klar. So. Ein... Köder für die Katze am Fenster haben wir noch nicht. Ich habe es in der letzten Aufnahme, habe ich es mal mit den Bananen und mit dem Köderfisch probiert. Irgendwie anscheinend das nicht zu funktionieren. Und bevor es mir zu blöd wird... Jetzt mal speichern. Zack. So. Und weiterspielen. Plupp. So, jetzt haben wir nämlich einen Schuh. Mit dem Leben Go. Am Laborter. Ah, Goonie. Hier ist ein wahrhaft schmackhafter Stiefel. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Nom, lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Oh, was für ein Arsch. Hey, yo. Was geht ab, Bruder? Ach, du meine Güte. Na los, mach mit. Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja... Okay, der Schirm funktioniert nicht. Nochmal Supporter Fisco. Ah ja, so weit können wir zwar nicht. Ich richtig eng dran. Logen. Niemand. Alles klar. Klopfzeichen. Goal mit Schirm. Wir gehen mal da rein. Wir haben ja unseren Stromumkehrer. Ich meine. Nein, den baue ich noch nicht da rein. Wir müssen erstmal wissen, wie können wir noch etwas machen. Bananen. Wir müssen ja noch zu Isla Obacht. Ich glaube, ich hab's. Haha. Wir müssen ja irgendwie versuchen, da den Schlauch anzuklemmen. Das geht aber nicht, wenn der Motor läuft. Der ist nämlich viel zu heiß. Das ist nicht der Auspuff. Pum. Aha! Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Alles klar.
Schlauch? Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Yay! Lecker! Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Adäquates Gefäß. Ach du Scheiße. Nein! Oh nein, wir sind so eine Umweltsau. Oh nein. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Das muss jemand anderes reparieren. Ich kann mich ja schließlich nicht um alles kümmern. Oh nein. Haben wir... Moment. Nein! Oh. Habe ich schon wieder aufs Bild geklickt? Haben wir hier was? Och nö. Scheiße. Einen adäquaten Auffangbehälter haben wir leider nicht. So ein Mist. Okay. Auffangbehälter. Ich dussel. Entschuldig bitte. Sekunde. Schon wieder aus dem Bild geklickt. Warte kurz. Geh mal nochmal zum schwimmenden Schwarzmarkt. Können wir vielleicht den Napf einfach mitnehmen? Das wär richtig Knorke. Nein. Warum steht der Napf hier draußen? Entweder hier oder. Da. Isla Obacht, Nordpol. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Wasserhahn. Das Klingel. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Okay, Schild. Das Schild ist größer als der Pol. Das mit den Sternen, das hat ja auch nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Okay. Der Fisco. Müssen immer noch das geheime Klopfzeichen rauskriegen. Ist es vielleicht irgendwie so 232? Das? 2? 3? Klong, klong, klong. Was? Ah, das war 3, okay. Nein. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Okay. Lang. Ah, okay. Oder? Da stand doch long, oder nicht? Nein. Verdammt. Falsch. Aber falsch. Ah, okay. Sekunde, nochmal. Dreimal. Klong. Okay, 1. Auch nicht. Okay. Falsch. Ah, mit Escape kann man das abbrechen. Alles klar. 3. Mal 4. Okay, der Knopf 3. Jetzt muss ich ja eigentlich nochmal 3-mal. Falsch. Aber falsch. Verdammt.